Willkommen zurück in den Königreichen von Fairhaven. Ja, dann wollen wir mal die Straße weiterbauen. Ich habe sogar geschafft, hier das Loch hier wegzukriegen. Da hatten wir ein Problem, dass da nichts reingebaut werden konnte. Ich habe es dann einfach mal mit Wasser versucht. Und dann konnte man das komischerweise zubauen. Also es klappt auch wunderbar mit Wasser. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht zuschütten könnt, weil da angeblich nicht gebaut werden kann, versucht es mal mit Wasser. Ja. Natürlich nur, wenn ihr tatsächlich auf die Konsole zugreifen könnt, denn auch darüber kriege ich nur das Wasser, weil wir ja keinen Brunnen mehr haben. Das ist übrigens die einzige Mod, die nicht funktioniert, die ich noch drin gelassen habe. Also die Brunnen funktionieren nicht, aber das Wasser daraus, das funktioniert. Und da bin ich schon recht froh drüber. So, mal gucken. Wollten wir jetzt hier tatsächlich so eng hier die Straße noch dran bauen oder ja, ne? Wo wollte ich jetzt eigentlich? Ich weiß jetzt gar nicht, wo wollte ich denn jetzt die Villa hinsetzen? Hier hinter irgendwo, ne? Hier hinten. Hier irgendwo. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, den setzen wir mal kurz zur Seite, den parken wir mal ab. Und dann kommt hier einfach so eine Stichstraße rein. Und am Ende der Sackgasse kommt dann, glaube ich, vielleicht auch. Ah, noch eine Kurve, ich weiß nicht. Noch eine Kurve. Wäre ein sonst sehr kurviges Königreich, ne? Von daher, Königreich. Weiß nicht, aber gut. Ui. Ja, 138 Tage. Ja, ich weiß. Es ist, es sind weniger als 50% noch der Zeit übrig. Aber hey, das schaffen wir. Das schaffen wir doch alles. So, mal gucken, ich weiß gar nicht, bis wohin will ich jetzt eigentlich machen. Ich müsste eigentlich bis hier so. Damit, weil hier haben wir ein bisschen mehr, obwohl auch nicht so wahnsinnig viel Breite, aber. Ja. Obwohl, hier könnte man eine Garage vielleicht hinbauen. Eine Garage. Wie cool. Gute Idee. Dann haben wir wenigstens auch mal Verwendung für die tollen Tore. Wovon wir noch keins wirklich verwendet haben. Außer fürs Lager, das sind aber nur die Rolltore und ich möchte nicht unbedingt ein Rolltor an die Garage hier bauen. Sieht das aus mit Stahlbeton? So ein Tor? Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Schauen wir mal. Fangen wir auch mit der Garage vielleicht an. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so dumm. Dann könnten wir die auch gleich begehbar machen. So, Erde erstmal weg. So. Wird vielleicht tatsächlich ein bisschen eng. Moment, die Garagen. Die Tore sind. Mist, die haben eine Fünferbreite. Die haben eine Fünferbreite. Ich überlege gerade. Die haben eine Fünferbreite und nur eine Viererhöhe. Ach, das ist auch wieder Käse. Och Mensch, Echo, was habt ihr euch da wieder ausgesucht? Ey, Fünferbreite Tore und nichts hat man hier in Fünferbreite. Tja. Das sind übrigens alles Einbahnstraßen. Nein, Einbahnstraßen nicht, aber ne, einspurige Straßen. Mehr ist das nicht, weil Wohngebiet, ne, da braucht man keine zwei Spuren. Ja, oder baue ich das Ganze hier hinten hin? Aber hier hinten wollte ich was ganz anderes hinbauen, zumal es hier schön grün ist. Und das würde sich hier auch ganz gut auch einfügen. Das gehört natürlich dann auch noch zum Villa-Bereich. Die Schmetterlinge hier überall. Schmetterfalter. Ist das ein schwarzes Karnickel? Cool. Seht ihr das? Meine, ja, seht ihr bestimmt. Ich gucke ja genau drauf. Da guckt's rein. Hallo. Süß. Ein schwarzes Karnickel. Auch nicht schlecht. Da hoppelt's weg. Ja, wo bauen wir denn jetzt? Oder machen wir das hier so irgendwie dran? Dass das vielleicht gar nicht so auffällt, dass das vielleicht. Oh, dann hier auch wieder nicht gut. Da müssten wir hier noch ein bisschen weiter rein. Das könnten wir auch machen. Ja, könnten wir eigentlich bis hier so. Oder? Ne, bis hier. Bis hier. Maximal bis hier. 2. 3, 4. Ja, ich überlege gerade, ob ich das wirklich so baue, wie ich das bauen wollte, oder ob ich das ein bisschen anders baue. Könnte man natürlich auch, ne? Sind ja auch einige Gebäude. Ich wollte eigentlich hier. Ach Mann.
Ich wollte es eigentlich so machen, dass man direkt von der Straße hier in die Garage reinfährt und nicht noch erst hier groß rumbiegen muss. Das ist natürlich dann nicht so schön, wenn man hier noch groß abbiegen muss in sein eigenes Gelände. Aber, na gut. Wenn es nicht anders geht, dann ist es so. So, ist das gut so? Naja. Könnte man erstmal so machen. Jetzt machen wir erstmal Straßen weiter. Erstmal Straßen. Straßen machen wir erstmal zu Ende. Und dann bauen wir auch die Villa. Fangen wir zumindest an. Oder halt mit der Garage. Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich das Ganze hier herumdrehe. Also die Position der Villa habe ich mir jetzt nicht überlegt. Jedenfalls nicht die genaue. Da müsste man mal sehen. Ja, immer so kategorisch hier kurz einen auslässt, ne? Ach, jetzt kaum, was, kaum meckert man, schon geht's. Ach, hier, jetzt auch wieder. Ja, natürlich. Ach, Mann. Dieses Pixelgenaue ist echt, ist ein bisschen schlimm. Aber nun gut. Ich meine, so schlimm ist das jetzt auch nicht bei gewissen anderen Spielen, deren Namen ich in der letzten Folge so häufig erwähnt habe, dass das ja schon fast... Oh, schon wieder alle. Dass es schon fast verbrauchswürdig ist. Oh, ich muss mal ganz kurz husten, Entschuldigung. Oh, ist immer ganz schlimm. Ja, mir geht es immer noch genauso wie zu Anfang der letzten Aufnahme und der Aufnahme davor und tralala. So. Ja, bei The Forest haben wir mittlerweile schon ausgemacht, dass die Folgen nicht mehr ganz so lang werden. Denn ihr müsst es ja auch gucken können, Leute. Ihr müsst es ja auch noch gucken können. Und wenn man da fast jede Folge mit fast 18 Minuten Überlänge hat, das ist ja dann auch nicht so sinnvoll. So, dann haben wir hier auch schon die Straße schon gelegt. Das ist gut. Ja, oder machen wir hier die Garage. Aber die Garage so versetzt, ich weiß nicht. Ja, nee. Dann müssten wir das tatsächlich hier dran setzen. Und das ist mir eigentlich ein bisschen zu dicht an der Bude. Oder aber, dass wir tatsächlich noch eine Kurve reinhauen. Dass wir das Ganze dann hier hinten hinbauen. Denn hier haben wir genug Platz. Hier haben wir genug Platz. Und da wäre es eigentlich auch machbar. Da könnten wir tatsächlich von der Straße vielleicht auch hier reinkommen. Dann haben wir halt die Garage auf der rechten Seite, nicht auf der linken. Oh, das könnte man natürlich auch machen. Ja, gut, von wegen, wir fangen diese Folge die Villa an. Och Mann, das ist doch wieder schäbig. Och Mann, nur, ich wollte eigentlich die Villa anfangen. Ich wollte nicht die ganze Folge Straßenbau jetzt machen. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig, och Mann. Dann kommt hier die Villa hin. Ja, komm, machen wir. Dann kommt sie hier hin. Weil sie kann sich natürlich auch bis da hinten erstrecken, obwohl das wäre auch Quatsch. Da hinten wollte ich ja, ach Mann, ich wollte da hinten noch was draus machen, aus dem Bereich da. Und hier haben wir eigentlich, ja, hier eigentlich nicht so. Ach Mann, ja, ich bin echt ein Träumer, aber gut. Dann haben wir jetzt hier umsonst Erde rausgeschaufelt. Ich will das an die rechte Seite hinten haben. Oh Mann, oh, Gemeinheit. So und so. Und dann haben wir auch schon wieder Erde drin. Nein, dabei. Nix, das ist gut. Ach Mann. Ich weiß nicht. Es gefällt mir so von der Location zwar sehr gut, aber es ist ja alles ein bisschen eng hier hinten. Vielleicht sollte ich tatsächlich das hier wieder rausnehmen. Also hier so diese vielleicht rauskloppen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann kommt hier die Garage hin und da hier dann so die Villa da nebenan. Ja, das können wir so machen. Gut, mit Ausblick auf ein Holzhaus. Naja, gut, wenn es denn so sein soll, dann ist es so. Falsch. Erde? Erde, ja, Erde brauchen wir. Wir brauchen noch ein bisschen Erde, weil hier haben wir jetzt ein Loch. Das wollen wir hier nicht haben, das Loch. So.
ein Loch, das muss ja noch. Und jetzt haben wir hier den Stahlbeton. Den krallen wir uns mal hier raus. Und ja, machen wir mal so am besten. Komisch, hier auch 68 davon noch übrig. Genauso wie vom Lamba. 68, 78. Na gut, davon 24, okay. Gut, 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 gut. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Warum habe ich jetzt die Erde eigentlich wieder reingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber, habe ich jetzt gar nicht rausgeholt, ne? Okay. So, Hammer. Mein Hammer. Und dann, falsch. Und das gefällt mir so gar nicht, glaube ich. Nee. Dafür nehmen wir die eckigen. Dafür nehmen wir die richtig schönen eckigen Blöcke. So, ich glaube, das sollte auch schon reichen. 7 Blöcke, glaube ich. Wir gucken mal. Gucken, ob das wirklich so reicht. Sollte aber tatsächlich reichen. Ja, das reicht, das reicht. 7 Blöcke reichen. Können wir hier schon mal. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 und da muss der dann halt noch hin. So. Ich glaube, das ist so richtig. Ich glaube, das passt so. Dann müssen wir hier halt irgendwie noch ein bisschen die Spur verbreitern, dann geht das aber auch. Obwohl, das könnten wir auch zu dieser Seite machen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Komm, machen wir zur anderen Seite. Da sind wir ein bisschen flexibler. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kommt das dahin. Der kommt hier weg. So, und jetzt der. So. Gut, fertig. Nein. Jetzt haben wir aber eine gewisse Mindesthöhe. Wie hoch waren die? Die waren 4 hoch, ne? Erinnere ich mich denn da richtig? Ich hoffe ja. Ich sollte vielleicht tatsächlich mal so einen Turm holen, ne? Wäre vielleicht ganz angebracht. Statt wieder hier rum zu experimentieren und dann wieder großartig die Garage umzubauen. Und jede Garage hat natürlich auch ein Fenster. Kommt, diese kriegt sogar 2. Da, das kann glaube ich so bleiben. Weiß ich nicht, hoffe ich mal. Und hier kommt 1 rein. Müsste eigentlich auch so passen. So, so. Und zwar hier so mittendrin. So, dass man da durchgucken kann. Und hier nochmal dasselbe wie da drüben. Also dasselbe in grün quasi. So. So, da ja. Hier eher da so. So, ich glaube und hoffe, dass das vielleicht auch schon so passt und reicht. Und jetzt müssen wir erstmal so einen Turm mal besorgen. Ja, wo haben wir Platz? Ich muss erstmal den Stahlbeton mal loswerden. Spart mal erstmal hier drauf. Jetzt fahren wir erstmal zur Zimmerei. Und holen da mal einen so einen Garagenturm aus der Truhe raus. Aus dem Lager hätte ich fast gesagt, aber die haben wir tatsächlich in eine Truhe eingelagert. So, ach wie schön, dass man hier auch langfahren kann. Da vorne sollte ich vielleicht nochmal einen wegnehmen. Und hier fährt man natürlich wieder durch das Gemüse, durch die Tomaten, die alle schön saftig und rot sind. Schön, 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 schön. Da kommt mir so vor, da ist das in letzter Zeit hier heller geworden. Das ist ja echt ganz schön hell. Das geht mal gar nicht. Ungewöhnlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier alles sehr, sehr stark blendet gerade. Naja. Gut, dann wollen wir mal hier rein. Hier ist ja unsere Zimmerei. Und da wollen wir mal in die Kiste gucken. Und wo haben wir denn? Okay, Windowed Lumbador oder normale große Lumbador? Wir nehmen natürlich eine Windowed, ne? Wir nehmen eine Windowed. So, können wir die eigentlich mal irgendwo aufstellen? Am besten da, wo eh nichts wächst, nämlich hier. Ach, das wächst langsam zu. Cool. Sehr schön, das freut mich ein bisschen. So, wie hoch ist denn der ganze Quatsch? Erde haben wir zufällig am Start, das ist sehr gut. Dann wollen wir mal gucken, wie hoch ist denn der Quatsch? 1, 2, 3, 4. 4 hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5 breit. Gut, alles klar, dann passt es ja rein. Sehr, sehr gut. Träumchen. Das freut mich. Na, wir sind etwas, was funktioniert. Wie geht das auf? Ah, jetzt muss man sogar aufpassen, zu welcher Seite man das...
Eigentlich sollte da das animiert sein. Ja, genau so. Ja, genau. Gut, und zack, und weg. Und ab in die Hosentasche, weil wir so wahnsinnig große Hosentaschen haben. So, dann wollen wir mal wieder zurückdonnern für ein Tor. Obwohl, Moment, haben wir hier nicht irgendwie noch Türen drin? Bestimmt haben wir auch noch Türen da. Wollen wir mal gucken. Den Türen brauchen wir ja auch noch für alle Häuser. Und da wollen wir mal gucken, haben wir hier noch was? Ja, eine Lambador. Sind nicht unbedingt die schönsten. Normale Türen, ja, die werden wohl reichen müssen. Ich weiß nicht, sind die so schön? Ich weiß nicht. Large Lambador. Lambador. Sonst haben wir keine Türen. Also Steintür eher nicht, nein. Steintür kann ich mir dafür nicht vorstellen. Das sind normale Türen. Hunlock Door, die sieht eher aus wie so ein Verschlag. Oh, ist ja auch noch cool. So eine Art Scheune zu bauen. Wo soll ich denn die wieder hinbauen? Oh Gott. Na, finden wir schon Platz. Eine Scheune. Ja, wir haben ja durchaus genug Platz. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Haben wir noch irgendwelche anderen Türen hier? Nein. Okay, dann nehmen wir wohl die Standardtüren. Das sind übrigens diese hier. Das hier sind die Standardtüren, glaube ich. Es sind die normalen Standardtüren. Gut. Ja, weil es sind irgendwie die einzigen, wo Scheiben drin sind, außer den Glastüren. Und, ja, habe ich eingepackt. Gut. Auch die passen natürlich noch in unseren Rucksack rein. Und in unsere Hosentasche haben wir jetzt ein großes Garagentor. Aus Parkettholz. Cool. Auch die Brücke, die strahlt so. Alter. Meine Güte. Oder liegt das am Meteor? Am Meteoren? An den Meteorohren? Liegt das vielleicht daran? Strahlt er vielleicht schon? So ein bisschen? Soll ich hier vielleicht noch so eine schräge Straße vielleicht noch hinbauen? Ich nehme da unten die Abkürzung. Mann. Das mache ich aber nur für die Aufnahme tatsächlich. So, können wir eigentlich hier parken? Und dann haben wir hier das Tor. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir das auch richtig rum einbauen. Und zwar so. Ja, schön. Ja, natürlich. Ja, das sieht doch schick aus. Sieht doch schnieke aus. Ich finde schön. Komm, dann bauen wir mal weiter hier mit unseren... Ach ja, stimmt. Da müssen wir ja hier oben drauf irgendwie. 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 Mann, spring doch mal da drauf. So. So. Acht. Oh, der war falsch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, das ist natürlich auch falsch. Sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann hier noch drüber. Also war doch richtig. Alter, ist das eine ganz schön hohe Garage. Das ist ja voll die Höhe. Alter, Alter. Ist halt ein Riesenteil. Hier kann man... Oh, gut. Hier kann man drauf. Das ist wieder gut. Und jetzt muss natürlich auch noch ein Dach auch noch drauf. Aber hier kommt nur... Hallo? Okay, also man kann nicht direkt an die Garage dran bauen. Das ist doof. Ja, und das ist auch doof. Mann, dieses Pixelgenaue. Oder bin ich mittlerweile zu verwöhnt, dass ich, weil ich habe ja hier schon so viel gebaut und es ging ja meistens auch sehr schnell und bin ich dafür einfach zu verwöhnt, dass ich mich vielleicht mittlerweile selbst überschätze in meiner Geschwindigkeit? Kann ja durchaus sein, ich weiß es nicht. Was sagt ihr denn dazu? Zack, zack, da und da und den und den und zipp und zapp und zupp und zuppel und zickel und zackel und zippel und duppel und teppel. So. Hier kann man auch drauf stehen. Wenn es jetzt zuklappt, flutsch, ist man unten. Ja, cool. Ja, ist auch schon mal ganz gut. Das gefällt mir doch schon mal. Und was kommen hier dann für Fenster rein? Hier vielleicht dieses, schauen wir mal. Haben wir ja schon mal was, ein bisschen. Da haben wir hier auch ein bisschen was auf der Ladefläche. Fünf brauchen wir dafür, ne? Ich glaube, es waren fünf. Schauen wir mal. Könnte man natürlich auch hier diese ganzen Blöcke auch reinsetzen, aber wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Oh, sieht eigentlich ganz cool aus. Aber nein. Wir versuchen mal. Sehen die aus? Ja, natürlich. Treppen. Ja. Treppen dieser Welt.
Ja, und das ist natürlich auch echt grandios. Warum? Das verstehe ich immer nicht. Ich verstehe das nicht. Ich meine, die müssen sich doch an den Wänden ausrichten und nicht einfach irgendwie. Och Mann. Das ist ja... Ach Mann, das ist ja echt nicht schön. Hier passt es ja, aber... Ach Mann, dann müssen wir vielleicht... Lohnt sich das? Hier brauchen wir es nicht versuchen. Hier vielleicht... Hier könnte man es vielleicht machen. Dass man hier vielleicht so... Diese halben vielleicht reinsetzt. Für die Fenster, weißt du? Könnte man machen. Ja, gut, komm. Das sieht sogar noch ganz gut aus. Ja. Dann machen wir es da auch. Dann sieht das wenigstens einheitlich kacke aus. So. Wohl, naja, geht. Von außen sieht es leider genauso scheiße aus, aber na gut, was willst du machen? Ach Mann, diese Kompromisse. Also manche Kompromisse bin ich nicht bereit einzugehen. Und auch diesen bin ich nicht bereit einzugehen. Von daher nehmen wir das Ganze wieder raus. Und dann setzen wir diese ganzen Blöcke hin. Dann haben wir hier halt Minecraft-Fenster. Warum nicht? Warum nicht? Hey, wir sind da flexibel. So und so und so und Bömpf und Bömpf. Jetzt nehmen wir die wieder raus. Raus. Und der kann sogar vielleicht sogar bleiben. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, dann schauen wir mal. Ach ja, die ganzen Blöcke. Was haben wir hier für... Das sind auch dieselben, ne? Das sind dieselben Blöcke. Das sind dieselben. Das sind haargenau identisch. Das ist ein Traum. Gut, dann haben wir hier jetzt die Fensterblöcke. Das erinnert wirklich sehr an Minecraft. Ganz ehrlich, es erinnert ganz toll an Minecraft. Aber dann passt das hier nicht mehr optisch rein. Es passt natürlich wundervoll da rein, aber... Ja, ja, nee. Man könnte natürlich, wenn man den ersten so lässt, wie er ist, und habt den zweiten dann vielleicht, nee, das sieht auch nicht aus. Das sieht auch alles nicht aus, Mann. Ich meine, so sieht es schon gut aus, so kann man es schon lassen. Na gut, dann wollen wir hier auch mal den Boden mal rausnehmen. Ja, 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 so kann man es schon. So vielleicht. So kann man es machen. Dann nehmen wir hier den Boden raus. Und dann kommt hier nämlich auch so ein schöner Garagenboden rein. In Form von entweder auch Stahlbeton oder ich würde eher sagen, vielleicht dieses, diesen Wellblech oder dieses andere, diesen Flachstahl. Würde ich mal so sagen. Oh, wie ich sehe, sind wir schon wieder am Folgenende schon längst angekommen. Aber komm, jetzt machen wir nochmal kurz. Straßen. Straßen brauchen wir natürlich auch noch. Bis dahin, bis wo wir sie brauchen, bis zur Garage natürlich. Und dann... Also ja, also so ein Gebäude, das ist doch schon mal... Also in der Garage kann man tatsächlich aus Stahlbeton sehr schön machen. Ja, ich weiß, ich könnte die Straße jetzt auch bis da reinsetzen, aber nee, das machen wir nicht. Und Asphalt? Nein, sieht auch nicht aus. Ziegel? Oh, nee, auch eher nicht so. Also ich möchte in der Tat einen anderen Boden drin haben. Ich weiß, wie sieht das aus mit Stahlbeton? Wir können es mal versuchen. Komm, wir versuchen mal, wie es aussieht. Wir gucken mal. Ansonsten nehme ich das gleich zwischen den Folgen wieder raus, wenn es nicht aussieht. So, so, so und so. Naja. Geht eigentlich. Das geht ja eigentlich sogar. Gefällt mir sogar ganz gut. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das gefällt mir gut. Das kann auch so bleiben. Ja, gut. Einen Augenblick. Ich muss noch mal kurz husten. Ja, Also es sieht ja eigentlich ganz töfte aus. Das muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Also mir gefällt der Stahlbetonboden denn doch ausgesprochen gut. So, machen wir mal das Tor mal zu. Klapp, bupp. Ja, das kann so bleiben. Glaube ich, oder? Sieht gut. Oh, sorry. Sieht gut aus, glaube ich. Würde ich sagen, dann verabschiede ich mich für diese Folge und sage bis morgen. Und dann machen wir morgen mit der Villa weiter. Ich bin ja gespannt, aber hier wollten wir doch eigentlich eine Tür rein haben, oder? Na, hier sollte eine Tür rein. Mit einem direkten Durchgang ins Haus. Okay, na gut, das können wir nächste Folge noch machen. Wir schauen.
Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.